Hab's getan. Okay. Was Was ist machen die da? denn? Wieso nimmst Man du muss einen mitnehmen, was Reifen man mit, kriegen Alter? kann. Nimmt einen Reifen mit, Digga. Er ist so fertig, ey. Er nimmt einfach einen Reifen mit, Mann. Den brauchen wir noch. Unbedingt. Komm, Bitty, wir wechseln uns ab mit Tragen. War. Und die fahren jetzt mit dem Bus rum. Ja, in den Süden. Ist das so eine Hilfsorganisation, oder was? Ja, die brauchen auf jeden Fall Hilfe, ja. Oh, es wird wieder hell, geil. Hä, wir sind ja schon an der Küste. Ja. Das hast du gut mitbekommen. Ich dachte, wir müssen noch laufen, eine halbe Stunde oder so. Hä, nein. Liegen, Alter. Du kommst ja mit dem Traktorreif, Alter. Was ist mit dir, Alter? Ey, wo kann man den dran bauen? An Traktor. XXL, Baby. Roller. Das ist mein Podium, Junge. Lass da mal eine Schaukel draus machen für einen Baum. Ja, eine Fickschaukel, Björki von Ikea. Was? Wer ist Ikea? Hat da gerade einer gebellt? Keine Ahnung. Einer gebellt und hast Mila wieder irgendwo rübergesprungen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht in den Kopf hauen. Machen wir rechts oder links lang? Wir müssen links lang. Zeig mal dein Bärtchen. Mashallah. Du lachst wie ein Schweinchen. Goofy! Ja! Ich hab ne Motorhaube für unseren Golf V6 Bitubu. Meinst du, ich kann dagegen boxen, ohne dass hier was passiert? Ich weiß nicht. Mach mal. Test aus, okay? Ja, mach mal. Aua! Au. Au, ey, ich hab schon genug Essen. Okay. Willst du Vitamintablette? Hab grad genommen. Hat jemand Propeller dabei? Willst du wegfliegen? Das hört sich echt immer so an, wenn Mila klettert, als würde ein Hund bellen. Meine Hand blutet. Was brauchst du denn da, Junge? V8 Biturbo? Hast du Propeller dabei? Ich bau die oben drauf. V8
Akbitobu. Ja, komm, jetzt laufen wir. Tschüss, Makuta Kingi. Und Konzi, danke für den Resub im 17. mit Prime. Und Isabella, danke für den Resub im 27. Hukulu. Boah, ja, Angel funktioniert. Die Beine wie so eine Katze. Ich bin nach hier, deshalb bin ich hier hingekommen, um eine Angel zu suchen. Ey. Fotze. Ey. Ey. Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Pau ak bitu. Wasser? Ja. Milch. Das, ja, das Milch habe ich vorhin auch schon gefunden. Mach das nicht gut. Den mit Kelloggs. Mit Cineminis. Ich probiere die einfach. Wer ist das da? Leute? Wer? Wer ist das da am Feuer? Das ist ein Feuer. Hallo? Hallo? Hi, hi. Bist du's, Marco? Was? Polo. Hi, Steffen. Das klingt vielleicht jetzt komisch. Wo ist denn der Bus? Warum sitzt du hier mit einem Teddy, Junge? Ein Der sitzt hier gefesselt. Warum bist du gefesselt? Warum bist du gefesselt mit dem Teddy? Ich mach dir die Handschellen aus, warte. Was ist hier los? Das macht einen ganz falschen Eindruck. Dankeschön. Wer bist du? Muss ich das jetzt erklären? Ja, musst du. Ja, du saßt doch gerade in dem Bus mit drin, oder nicht? Warst du nicht der Busfahrer? Ich bin da irgendwie... Nee. Ich saß auch mit dem Bus, aber dann bin ich irgendwie hier in der Kurve rausgeflogen mit meinem Teddy und dann gefesselt aufgewacht neben meinem Teddy. Okay. Mit dem Feuer an. Also warum hatten diese Teddy rote Haare? Ja. Warum? Oh, da ist der Bus. Oh, da ist der Bus. Hab ich so gefällt. Mein Bus. Oh nein, schon wieder Bus fahren. Wir verstecken dich. Ich muss zur Schule. Hör dich vor dem, damit die den nicht sehen. Hallo? Bist du's, Marco? Hallo. Das ist Timmy, oder? Vermisst ihr jemanden? Nee, vermisst ihr jemanden? Nee. Ein Edelinski, der sucht seine Gruppe. Ach so. Wie, der soll, der ist doch gestorben. Nein. Edel? Ah, oh. Ey, der soll dem Feuer nicht zu nahe kommen. Guck wie er aussieht, Digga. Bleib weg vom Feuer, Junge. Mein Freund, ich soll sicher nicht verlaufen. Ich hab mich fast überfahren. Opa Donny! Also, ich bin Donny Edlinski! Man sieht sich dann, ne? Ja, danke fürs Mitnehmen, du alles. Na, ich glaube, wir fahren weiter. Ey, könnt ihr den mitnehmen? Ja. Schönen Tag noch. Komm, Opa, erstmal ein bisschen was essen. Ja, okay. Opa, erstmal ein bisschen was essen. Zum Essen überwachsen. Ja, erstmal hier. Ich fütter dich. Lecker. Oh, lass den Finger. Das schmeckt dir, ne? Das ist schön weich. Das ist lecker, ne? Und hier ein bisschen was zu trinken. Nein! Was ein Chaos. Der ist mal auf Feuer, bitte. Goldstunde, wenn er nicht ist, kalt. Geh nicht so nah dran. Opa, ich hab was für dich. Hallo? Das ist genau das Richtige, was du jetzt brauchst. Ich hab Bauchschmerzen. Hier. Der knurrt. Eindeutig deiner. Hallo, Waltraud. Ja. Oh, es ist der mit dem Loch in drin. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ganz süß. Lecker. Grad, dass ich der Opa Donny steckt das weg, Mann.
Curtis, komm mit. Ja, nein, wohin? Was? Ich bitte dich. Was denn? Fährt er den Mensch mit Fleisch? Ich hab dem gerade Nein! Ui! Ui! Oh, Paduni! Ist der tot? Nein, der lebt noch, der lebt noch! Geht weg, geht weg, geht weg! Ich hab ihn gerettet! Oh! Hilfe! Irgendwas stimmt hier nicht! Bitte nicht! Karma! Mein Spiel ist gecrashed! Kopfschmerzen! Scheiße, hoffe ich kann wieder connecten. Server hast kaputt? Du dich, Junge, ich hab den Ich hab's gesehen, Alter. Hat Beatty den getasert? Ja. Ja. Aber was ist denn da jetzt los? Na nix. Beatty hat wieder übertrieben, Alter. Jetzt verlassen, oder wie? Der Server ist gecrashed. Der soll mal. Wir müssen, glaube ich, den Taser rausnehmen. Und diese Mandalorian-Masken, die sehen nämlich total aus. Nick. Ja, lass das mal war den wohl der Taser bitte entfernen, ja. Und diese Mandalorian-Maske, weil das sieht einfach absolut scheiße aus im Spiel. Ja, ja. Danke, Bidi, dass du den Server zum Crashen gebracht hast. Ich habe ihn einfach getasert. Server war weg. Ich nehme die Dinger gleich aus dem Spawn-Table raus. Ja, alles Taser mit. Weg. Ja, ja. Und RPG wieder rein. Wir können aber wieder alle verbinden. Das war ja, ich muss abkommen, ich kann dir das vorstellen, Alter. Ja, und ich glaube, es ist wieder ein Feuer, Junge. Aber Edel, kann das sein, dass du gerade irgendwie dreimal vom Server geflogen bist? Ja, wegen dem Namen. Ja. Aha. Ich hab's halt nicht gelesen. Kurz, ne, ich war kurz davor, dann jetzt einfach mal einen Bann auszusprechen, bis du halt, weil ich nicht wusste, wer du bist. Einfach, okay. Dass du mir mal auf Discord schreibst oder so, weil ich nicht wusste, wer du bist. Und du connectest immer wieder. Wie, du wusstest jetzt, wer der ist oder wusstest du nicht, wer der ist? Naja, weil er sich jetzt neu verbunden hat und Edel Linsky sich genannt hat. Naja, der Server ist weg. Nee, der Server ist an. Nee, das ich seh den nicht in der Liste. Refresh mal. Junge, sitzt der Bomber da gefesselt am Lager vor dem Handy, Alter. Das hab ich auch nicht verstanden. Das ist aber auch wieder, ja, das ist ein Insider, Mann, der, ach, egal. Der Bomber hatte doch mal so eine, die Teddy hieß. Oh, Bomber, du Wichser. Ich hoffe, dass der Edel jetzt noch lebt, Mann. Ja. Ich muss den nämlich verarzten. Was war die gerade für schlimme Sachen gegeben hast? Ruhe. Wir haben hier Edel Linsky gefunden, der sucht seine Gruppe, Junge. Die fahren da mal in, aber ich finde das willst gut. Willst du mal gucken, wie der heißt? Ich fand das gut, ich finde gut, dass die mit dem Bus unten an der Küste rumfahren. Ja, das ist mega. Und nach geil. Überlebenden suchen. Diesen Partybus-Dings, das feiere ich nicht so mit den ganzen Lichtern, aber war ja nachts. Ja, das war nur, weil es Nacht war und dann halt einer gesagt hat, Partylichter. Aber ich würde das fühlen, wenn da unten wer rumfährt, so der Leute einsammelt, also der nach Leuten sucht und ja, so. Ja, Mann, das ist geil. Ja, dann kommen so Leute wie ihr auch wieder hoch. Ja, ich kann halt nicht connecten, ne, Junge. Das Game crasht einfach permanent. Bin drauf. Ich leb. Ja, ich nicht. Ich bin auch drauf. Blied. Blin. Der Bus ist Killer. Bei dem würde ich das so fühlen, wenn die sich so als UN-Soldaten oder so verkleiden mit dem blauen Helm. Ja, Mann, und wenn sie dann noch so irgendwo unter so eine Auffangstation. Ja, das wäre nice, Alter. Nahrungsmittel ja, und so. Das wäre richtig so geil. So eine Polis wie bei Metro, Alter. Ja, Mann, Alter. Wenn die unten so ein paar Zelte aufschlagen, irgendwo. Ja, vor Mann. Elektro oder sowas, Alter. Boah. Das wär richtig sexy, Mann. So ein bisschen mit so isolierter Kleidung und so. Ich hoffe, dass du nur lebst, Edel. Ja, der sitzt ich muss, ja. Mich, dem ich geht's muss gut. Mich um meinen Ober Edelinski kümmern. Ich glaub, der ist vergiftet und dann ich glaube, der ne? Ist nämlich ganz krank. Und ich bin Mediziner, ich kümmere mich um dich, Edel. Ich passe jetzt auf dich auf. Lass nämlich durch, ich bin Arzt. Der Bomber kann so lange mit seinem Teddy kuscheln. Was kotzen wir alles, ne? Was denn wir, wie wir macht, ihr Schlamino, ihr dreckige Schlamino, dreckige. Opa, geht's dir nicht gut?
Ich muss die kurze Witze auch, jetzt muss ich auch noch trinken. Oh, erstmal eine Vitamintablette. Hey, bitteschön. Linke Maus. Nein, halten. Ja. Komm her, ich fütter dich, Opa. Nee. Ach, die ist gefroren, Mann. Die muss erst hier hinlegen. Komm her, ich geb dir was aus meiner Dose. So wie frierende Bayer. Was machst du da? Leg doch deinen Kochtopf. Man kann ihn nicht drauf. Was zum Teufel? Gut, oh, das war geil, ey. Wenn das noch Schnaps gewesen wäre, wäre früh frieren. Ja. Leg die Dose wieder dahin. Oh. Die muss am Feuer auftauen. Ja. Oh Mann. Nein, mir geht's gerade gar nicht gut. Leg die Dose wieder hin. Wie heißt denn du eigentlich mit dem Teddybär? Du hast einen starken Po. Ja, genau. Ich schlapp einen erstmal eine Runde, Bruder. Mir geht's gar nicht so. Ja, nicht der Teddy. Ja, klingt wie ein Bumper, würde ich sagen. Wie fühlst du dich denn, Opa? Was? Das geht gar nicht gut, ihr Bauchweh. Ich hab. Oh, wir machen erstmal einen Bluttest bei dir, okay? Okay, lass rein, komm, lass die Spritzen rein, schieb ihn hin, das soll ich so zu tun. Ich muss ausziehen, wie kann der Puppe rein? A Plus hab ich. Das hätte doch gleich sagen können, dass ich A Plus Cat hab. Früher habe ich 48 plus geht. Sollte er fin weg. Oh Gott. Ja, bleib ruhig. Alles wird gut. Ja. Ich bin Mediziner, ich weiß, was ich tue. Keine Sorge. Kannst du mir sagen, was 0 plus für eine Medizin, für eine Blutgruppe ist? Keine Sorge. Ufi? Ja? Hast du Schrumpftippmunition? Opa, nee. Vergesst dein. Hallo, Opa! Zieh die Hose wieder an. Ja, ich weiß. Du brauchst. Ich hab gedacht, mir geht der Spritz, weißt du? Nee, hab ich dir an der Hand abgenommen. Ja, geht das? Ja. Damit kannst du fast alles. Auch der Blut, oder was? Opa hat Schmerzen. Kriegt jetzt erstmal Morphin. Das ist wohl ohne, wir brauchen schon mal was zum Essen jetzt. Essen und Trinken. Ein bisschen desinfizieren müssen wir den Opa. Oh, warte, mir geht's gar nicht gut. Oh. Komm, spritz mal ein bisschen den Mund, nein, das Scheiß direkt da. Ja, das ist auch gut schon. Wie Schnaps, ey. Wenn ich nichts früher nichts kenne, habe ich ja Desinfektionsmittel getrunken, weißt du? Du musst trinken. Das Drecks ist gescheit. Jetzt wird's besser. Halt mir noch gehört, was zum Essen. Was zu essen brauchst du? Ja, ein bisschen Essen, aber mir geht's gar nicht gut. Ja, du bist doch Arzt, brauchst du bestimmt mal Blut, oder? Ich brauch. Oh, nee, was Blut ist das für eine Blutgruppe? Blut, ach, 0 plus, okay. 0 plus. Okay. Komm noch ein bisschen mehr Essen. Sonst sterbe ich eigentlich weg daran. Oh Gott, es wird immer schlimmer, ich sterb gleich. Alarmstufe rot. Nein, du stirbst rot. Nicht. Du kriegst jetzt erstmal eine Kochsalzlösung von mir. Okay. Fühl mich auch wie ein Virus im Bauch hätte. Leck mir den Arsch. So, Katheter ist dran. Du stirbst nicht. Ich hab ja was ganz Feines für dich. Was hast du denn da? Ja, fütter den mal. Fütter den mal damit. Opa, willst du ein bisschen Käse? Hallo. Ah ja, komm, schneid der Rolle. Frisch von Milas Füßen. Oh, jetzt mach schön A, Opa. Was ist denn, Gorgonzola oder was? Ja, von Milas Füßen. Komm im Bär. So, jetzt geht es dir gleich besser. Jetzt wird's besser, leck mir mal. Gehen wir mal nochmal so einen Käse her, ich möchte schon stehen, Schnepper wieder, ey. Kannst du ein bisschen Rindersteak noch haben, hier.
Mach schön, ah, Opa. Ja. Maschallah. Was? Irgendwas passiert hier. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. So, Bitti, also wir wollten weiterziehen ohne die anderen, ja? Ja, ich habe auch so das Gefühl, ja. Ja. Warum? Komm, Opa. Wir suchen dir neue Kleidung. Hopp, weiter geht's. Also, weiter geht's. Ich hätte dem eine Stirnlampe, wenn er die will. Dann aber zu Nummer 3, hilf du mir mal hoch, jetzt komm mal als Kreizer. Oh, ja, 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 ja. Ja, komm hoch hier. Auf hoch mit dir und komm. Ja, ist super. Guck, hier ist eine Kopflampe für dich. Nee, nee, der soll mal sein komisches Dings da aufhalten. Komm, Opa. La 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 la. Der Mörderslusch, das Wanderslusch, den Wanderslusch, die Wandermänner. Endlich mal einer, der hier Wanderlieder singen kann. Nein. Fahrradreifen. Wenn ich mitmache. Und? Du siehst aber gruselig aus. Mila, du musst die Maske einmal wieder abziehen. Hey, darf ich mich bei dir irgendwas stimmt hier nicht? Hocke? Welche Expansionsmod? Ich habe keine Ahnung von den Mods. Hey, hört ihr mich? Ja, du redest doch. Ja, hoi. Wie geht's dir, Opa? Gut, und dir? Was macht die Liebe? Na, bist du immer noch so ein Spitz wie früher? Hallo, ist irgendwer hier? Immer. Braucht irgendjemand Hilfe? Hallo. Ah ja, und? Steht schon immer noch. Keiner am Funk? Nur sag mal, kennst du den vom Bus? Ich glaube, der Opa macht nicht mehr lange. Was fehlt dir? Du willst den doch bestimmt essen, oder? Ja. Warte, wie alt ist er? Wenn du den kochst, dann ist der nicht so 10. Okay. Ich habe genau gesehen, was du dem zu essen gegeben hast. Ich habe ihn nicht mehr gekriegt, Alter. Und dann kommt Vicky und Taser den noch weg, Alter. Wir hätten ihm jetzt auch Menschenfleisch geben können. Giffy. Ja. Opa, hier. Vitamine. Danke. Hast du mir auch ein paar Vitamine? Ja. Bisschen Dank. Hey, mir geht's jetzt schon ein bisschen viel besser, ey. Ja, sag, ich bin nur der beste Mediziner. Kerle, da wird sich mal drauf frei, ey. Ich hab den mit verrottetem Fleisch gefüttert. Hä, hey, was ist mit Lucky und so? Und Desinfektionsspray hat er getrunken. Ja, wo sind die anderen?
Ohren zu halten. Lucky? Hallo? Hallo? Wo sind die? Lucky? Wo ist Bibi? Hallo? Hallo? Ist das ein Elch oder so eine Kuh oder sowas? Mhm, ja. Oh, wir laufen die Straße weiter. Hörst du es nicht, Waltraud? Die will gedeckt wäre. Wo haben die dich denn aufgegabelt mit dem Bus? Oh, wenn ich dich wische, gehen wir doch alle. Ich war in die Straße entlang gelaufen und habe gesagt, ich suche meine Kumpels. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, ich glaube, wir wissen, welche du meinst und so. Und dann sind sie da gefahren und dann gesagt, ja klar, ey, das ist das Haufen, ja, im Wald sind sie drin. Geht's dir besser? Ja, wird besser, auf jeden Fall. Bist aber nicht krank, ne? Doch. Hey. Müssen wir gleich mal deine Temperatur messen. Okay. Hose ausziehen, oder? Nee, wird über den Mund getestet. Okay, schade. Eieiei. Da aber wieder. Was ist? Ich hab gedacht, ich hab was gesehen. Hast du es gehört? Das war Waltraud, ey. Die wartet auf. Komm, wir verlieren alle. Ja, warte, ich geb Gas. Und bin da. Wow. Ich freue mich so jetzt. In Bewegung bleiben, da wird dir nicht kalt. Alles klar, okay. Ja, alter Mann, vergiss deine Tablette nicht. Ich danke. Hab ich zwei gegessen. Die Map ist riesig, Mann. Wir haben jetzt hier angefangen haben zu spielen, als ich halt auch gestreamt habe, von hier unten bis oben zum Alfi, glaube ich, 6 Stunden gebraucht, mit zwischendurch mal ein bisschen looten und so. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen. Du musst den Curtis fragen. Weil ich hab nur. Ich hab nichts mehr. Du Geiz haltst du weg. Da vorne sind die Shorty, glaube ich, hier. Ja, du siehst halt nichts, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Hammer. Das klingt aber wie ein Bär. Nee, das klingt wie ein Elch oder sowas. Das klingt wie ein Bär. Waldraut! Ey, wir haben Mila verloren, ne? Ja, die läuft weiter, die bleibt schon irgendwann stehen. Wollt ihr gucken oder. Komm, wir gehen den Bären jagen, Shorty. Mal ich locken an für euch. The fuck, Junge. Was ist los mit dem? The fuck. Sind gerade weggerannt. Ist alles okay bei dir? Ja, die sind weg. Ja, wieder zur Straße.
Aber wo ist die Straße? Wo ist Mila, ist die Frage. Wo bin ich? Mila? Die Straße, für die Straße. Mila? Schrei mal mit dem Megafono. Hört ihr? Ui! Lucky! Bist du im Funk? Ja, ich bin im Funk. Wo seid ihr? Auf dem Weg nach Balota. Wir haben uns mega verlaufen, da war irgendwie irgendwas, was da nicht hingehört. Ich hab doch mit dem Megafon rumgebrüllt. Ja, ich hab zurückgeschrien, du sollst den Funk anmachen, aber du hast mich nicht gehört. Ich hab nur ganz wenig Batterie noch. Oh shit. Ihr müsst die Straße runterlaufen. Ich nur Notfall, ich hab noch jemanden. Irgendwo, ja, ich glaube, da ist die Straße wieder. Irgendwas war hier merkwürdig. Was denn? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da so Berge waren. Eigentlich hätte da Wasser sein müssen, dachte ich. Und dann sind wir da rumgelaufen, haben uns ein bisschen verirrt im Sturm. Okay. Müssen wir nochmal überprüfen, wenn's, wenn die sich klar ist. Dieser Opa, der hier ist, ne? Kennst du den? Nee, ich hab den noch nie gesehen. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber der ist ein... Das ist einfach ein Klotz am Bein, ne? Der steht hier, der humpelt. Der humpelt? Der wird krank. Vorsicht, das ist ein Zombie. Puh, wie alt ist der? Alt. Frag mal, wie alt der ist. Ich glaube eher, dass ich mal Temperatur bei dem messen sollte. Hey, lass Mila das machen. Der wird gerade angegriffen und irgendwie hat der eine Reaktionszeit. Oh, 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 er kämpft. Okay, jetzt muss er sich mal beweisen. Er muss sich mal beweisen. Okay, ich glaube, wir sind jetzt bei der Der scheint halt nicht so auf... Jo, hörst du mich jetzt? Hallo? Bist du noch da? Ja, hier ist noch jemand im Funk. Ja, wer ist noch im Funk? Ich höre niemanden. Hallo, wer ist noch im Funk? Hallo, hallo? Ich habe jemanden im Funk gehört. Ich auch. Echt? Ich habe niemanden gehört. Wo seid ihr denn? Die erste Kleinstadt vor dem Airfield, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, es ist Schneesturm. Ja, ich bin hier in der Police, die erste, das erste Dörfchen an der Straße. Der redet nicht von, der redet von unserer Gruppe. Edel, wie alt bist du? Nee, da war noch jemand anders. 73. Der ist drei. Lucky, bist du noch da? Ja. 73 ist er. 73 ist er? Ja. Welke? Schon überfällig, ne? Nur so. Wir sind in der ersten Stadt vor Balota Airfield. Bei der Polizeistation. Geht's mir gar nicht. Oh. Mir geht's nicht gut. Nee, mir geht's nicht an Alarmstufe rot. Ja. Holt sich's noch da. Geh mal in die Polizeistation rein, Opa. Wir brauchen ein Feuer oder so. Mach Funk aus. Ja, ich auch. Wie geht's dir nicht gut? Nee, so ist deine Tabletten ein Virus im Bauch. Was hast du, ein Virus? Ja. Da gibt's doch bestimmt was. Dann nimm mal die Tablette hier. Danke. Einmachen Sie da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der sich gleich verwandelt. Der hat nämlich gerade schon so ganz komische Geräusche gemacht. Was für Geräusche? So was. Hey, lass mich raus! Du bist... Beruhig dich mal. Lass mich raus! Beruhig dich! Warte, ja, ich habe genau eine Pistole mit einer Kugel. Lass mich raus!
Gib dem keine Pistole mit einer Kugel, Mann. Die ist hier gelandet. Ich dachte, vielleicht will er sich selber erlösen. Was machst du da? Ja, oder der schießt dir ins Gesicht, ein Trottel. Hör auf! Nein, nicht! Hör auf! Hör auf! Ey, lass mich raus! Ja, wir lassen dich raus. Aber du musst jetzt erst Fragen beantworten. Aber sofort aufmache jetzt! Ja, ich mach das Messer weg. Und jetzt mach das Messer weg. Okay, was hier. Was passiert hier? Okay. Hier liegt. Hast du die Krankheit schon länger? Oh, weil ich kann schon gar nicht sagen, das ist nicht mehr so aggressiv, das ist schon immer länger, ja. Du bist schon seit ganz langer Zeit aggressiv? Das ist ein Virus. Ja, genau. Und was für ein Virus? Das kann ich dir nicht sagen, da wird's mir kalt, schlecht. Der geht einfach nicht weg. Komm mal hier zum... Ich hab da drei Dringer an meiner Weste kleben, die das beenden können. Komm mal hier zum Tor. Warte, gib mir eine Sekunde. Halt's Maul, Junge. Wir testen mal deine Temperatur. Wer weiß, was die Kannibalen mit dem angestellt haben. Was ist mit dem? 36,4. Was ist mit mir? Hat er dich gerade angebellt? Ich wurde von einem Wolf gebissen und der wird zum Werwolf. Zum Chihuahua-Wolf. Warum klotzt ihr mich alles so an? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, wo ist mir? Geht's dir jetzt durch die Tablette ein bisschen besser? Es wird langsam besser, ja. Lass mich da rein und ich prüge dem Vernunft ein. Lass es schon. Verrückten Leuten darf man nicht trauen. Ich kenne mich. Guck mich genau an. Ja, ich guck dich an. Guck mich an. Ja, und das gefällt mir halt überhaupt gar nicht. Du siehst aus, als... Würdest du jemanden beißen wollen? Nein, mir geht's gut. Ich weiß schon, wie man so beschämt. Bist du sicher? Ja, ich lass mich raus. Bist du ganz sicher? Oh, mir ist kalt. Hat deine Handschellen? Ich hab's im Kopf. Ja, der Dings, der Teddybärmann hat Handschellen. Wo ist der? Ja, das macht er immer. Der steht immer so doof da. Teddybärmann. Ich lass dich raus und du kannst mit uns, unter einer Bedingung. Ich kann mir doch keinen erzählen, dass der normal im Kopf ist, Mann. Der macht mir ein bisschen Angst. Wenn die Guck mal her. Ich fessel dir die Hände, dann lass, kannst du mit, ne? So. Dann mach auf, das Ding. Wow. Pack den Taser weg. Hallihallo. Danke. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Okay. Ich hab mal deine Heatpacks angemacht. Komm, lauf. Okay, danke. Wohin? Ja, raus. Da war gar keine Kugel drin. Ich wollte dem jetzt Test geben, um zu gucken, ob er abdrückt oder nicht. Wenn wir wissen können, ob wir ihn trauen können. Geh mal hier zum Feuer, Opa. Wir haben eine Leine oder so? Ich bleib schon ganz cool. Dich fress ich zirscht. Was? Was? Alles gut, alles gut.
Dich mache ich Mila, also komm dich, her. Das ist eine gute Idee. Ja. Da ist ein Kranker. Ich glaube auch, dass der krank ist. Aber dafür reichen meine medizinischen Kenntnisse nicht aus. Ärgerlich. Irgendeiner von euch wollte einen Angelhaken, ne? Ich habe einen gefunden. Ich wollte einen. Hey Opa, komm mal eben. Bitte. Wo? Pass auf, hier neben mir. Passiert. Hier. Oi. Hat jemand ein Weapon-Cleaning-Kit dabei, Beatty? Danke. Okay, nee. Ein Weapon habe ich nicht dabei, ich nur Leder. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich ein ostdeutscher Transvestit bin. Ist nicht schlimm. Guck mal. Keiner hat Weapon Cleaning Kit. Ich wollte nur klären, nicht, dass ich später mal irgendwann hier bin. Nein. Dankeschön. Ich brauche nur ein anderes Weapon. Braucht jemand ein Funkgerät? Ist ein bisschen beschädigt. Ich bräuchte eine Batterie dafür. Was ist mit dem? Habt ihr das gehört? Hast du meinen Namen gesagt? Nein. Okay, dann werde ich verrückt. Der Typ ist komisch. Was komisch? Rapunzel, komm, mach's weg, den Scheiß, das brauchen wir doch nicht. Der hat gesagt, der will ihn fressen hier, als erstes. Hier, ich krieg's Käse. Danke. Den habe ich vom Friedhof. Jetzt ist er ruhig, jetzt macht mir das Angst. Ja, was machen wir mit dem? Lucky. Wie, was machen wir mit dem? Du klingst so, als würdest du dich gleich zu irgendwas verwandeln und du bist krank, Mann. Und du redest hier irgendwas von... Schieß doch! Du redest hier irgendwas... Du redest irgendwas vom Beißen. Nee, ich bin also aus medizinischer Sicht, ich hab den Blutdarm genommen zur Probe. Ey, ich würde den auf jeden Fall entweder nicht mehr losmachen oder umbringen. Also wenn der jemand weiß, verbreitet sich das alles noch weiter. Temperatur? Die Temperatur ist normal. Gefi. Oh, auf dem Weg. Gibt's doch keinen Grund zum Mir geht schon wieder besser. Ich glaube, der ist einfach nur Geister. Ich glaube, den, ja, entscheid du bist hier. Hör das auf dein Wort. Du entscheidest keinen. Wenn der, ey, wenn der jemand beißt, der, ne, der verbreitet alles. Wir können das meine auch in Stille zu. Der sagt ja nicht mal was. Mila, geh weg. Mila? Ja, der wird schon nicht beißen. Solche Leute sind umgänglich. Sie brauchen nur ein bisschen. Mila, komm her. Du brauchst nur ein bisschen Menschenfleisch. Danke. Was? Fein. Du bist ein guter. Ja. Mila, der Lucky will mit dir reden. Man muss nur mit ihm umgehen können. Was hast du dem gegeben? Der steht direkt hinter dir, pass auf. Ich hab ihn gestreichelt. Ach so. Ja. Hör auf. Lass ihn in Ruhe. Warum schlägst du ihn? Das hat ihr neues Haus. Das sah mir so aus, als ob er dich beißen will. Ich hatte Angst. Ich dachte, er will dich beißen. Ich werde ihn füttern. Ich weiß, was wir brauchen. Okay, auf Milas Verantwortung. Du kümmerst dich um den. Ein bisschen Fleisch. Wenn der irgendjemand anpackt, dann hau ich den. Du kümmerst dich um den, Mila. Bring ich den um. Ja. Okay. Sag ein Wort, ich schieße ihn in den Kopf. Ich hab kein Problem. Ich sag dir, was man was zu so viele überleben. Ja, komm her. Ja, mach den wieder voll los. Dann. Solltest du einmal beißen oder irgendwas, dann wird dir sofort in den Kopf geschossen. Ich nehm die Dose auch noch. Mach mich los, du kleiner Mann. Ja, aber du brauchst einen Dietrich. Warte, ich mach schon. Der ist umgänglich. Wenn der nur ein Bein ist, Viti? Bruder. Hm? Viti. Hä? Hast du Weapon Cleaning Kit dabei? Ja. Gib mal bitte. Nee. Scheiße. Ich hab nicht. Bleib stehen. Nicht schießen. Der kann nicht wegrennen. Wenn er weiter wegrennt, schieße ich ihn. Okay, ganz ruhig. Giffy, halt ihn mal im Auge, ne? Fuck.
Wenn der Faxen macht, ist cool, wenn ich ihm auf die Beine schieße. Keine Ahnung. Ich bin nicht so für Menschen verletzen. Ich habe ihm nichts gegeben, was ich nicht auch essen würde. Das ist nur mal. Komm, ja. Ey! Genau so will ich das sehen. Eine gute Idee, dass der Kannibale eine Handschelle in der Hand hat. Schmeiß mal die Handschellen weg. Gib dir her, die Handschellen. Leg die auf den Boden. Da liege ich her. Die liegen hier gar nicht. Der hat die eingepackt, oder? Ich kann dir noch ein Bein abpacken, kein Problem. Sollen wir der Zeit jagen gehen? Mila sich nicht um den kümmern, wo ist sie? Ja, Mila, wo bist du? Hau den damit. Ich glaube, ich gehe das Tier jagen. Ja, ich pass auf. Vertrauen. Ja, wo denn? Du wolltest auf den aufpassen. Hier. Ich bin doch hier. Kommst du mit? Komm. Jagen? Ja. Wir laufen zum Airfield, ne? Wir brauchen für den Opa ein paar Klamotten. Ja, und wir suchen Tiere. Hey, hier liegt ein Benzinkanister. Ja, okay, stell den auf die Straße, falls der Bus vorbeikommt, dann sieht er den. Also laufen trinken. Wir jetzt nach Hause, oder wie? Nein, zum Airfield hier vorne, nach Balota. Nein, Balota Airfield. Ach so. Wir wollen nach Tscherno und so. Stell den auf die Straße, vielleicht sieht der Bus den. Ich weiß genau, was Mila vorhat. Die will den füttern und so, dass der stirbt und den fressen. Die spielt nämlich eine Kannibalin. Huhn! Überall waren hier schon welche. Hör auf damit! Hey! Aua! Er soll aufhören zu knurren! Na na. Alles schön. Meint ihr nicht einfach, der kaut irgendwie auf seinem Gebiss rum? Und das hört sich so an. Nee. Du sollst dich um den kümmern, Mila. Ja, tu ich. Keine Sorge. Und scheinbar bin ich die Einzige hier. Ja, du hast gesagt, du willst dich um ihn kümmern. Ihm macht das nicht. Die hätten ihn gerade fast erschossen. Opa, hast du schon deine Vitamine? Nee, noch nicht. Ihr habt ihm nicht mal Vitamine gegeben? Hm. Danke. Wenn du magst, ich kann den... Ja, ich weiß. Ja, aber hier gibt's den meisten Zivil-Loot, Haki, ne, so. Der ist mir nicht ganz geheuer. Ja, ach du Scheiße. Sind das Zombies? Sind nur Beiße, alles cool. Das ist ein... Ach du Scheiße. Ui, danke. Mila gibt denen gerade eine Waffe, ne? Hm, soll sie doch. Boah, das sieht aus, als hätte denn jemand überfahren. Ui!
Hier, du schäbiger Opa, nimm den Rucksack. Schnell weg tun, bevor. Danke! Bevor die Mila das entdeckt. Cool. Ja, da ist eine Pfanne drin. In dem einen Rucksack ist eine Pfanne. Du Pfanndieb. Ja. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Mila, komm mit. Wir werden einen Schluck Milch trinken. Das ist gut für die Knochen, habe ich gehört. Ja. Was hast du mit dem vor? Vor für Funkgerät? Was hast du mit dem vor? Klar. Ein bisschen mitnehmen, warum nicht? Oh, jetzt habe ich die Milch ausgetrunken, das tut mir leid. Leg dir jetzt hier was hin. Nein! Milch ist eine nährstoffreiche Weißflüssigkeit, welche von Kühen produziert wird. Es ist die primäre Nahrungsquelle von Säuglingen, solange sie nicht... Du sollst mich nicht füttern damit! Soll ich dir mit der Brathahn einzubauen? Warum frisst du das? Du sollst den damit füttern. Unser Experiment. Ich will dem gleich nochmal Blut abnehmen dann. Ist die Jacke denn auch gut für medizinische isoliert? Zwecke. Ich will gucken. Okay. Warte, komm her. Gut. Ja, das war, warte. Das war lucky, ja. Hier. Die Hose ist besser. Du sollst den damit füttern. Ich will sein Blut untersuchen. Ihn damit füttern. Ja, und du sollst die Scheiße nicht fressen. Keine andere Hose. Okay. Okay. Hier ist Fett, das nehme ich mit. Ja, dann nicht, dass ich meinen Stock ein. Ich schmier damit. Da machen. Du mein Opa, koste mal das hier für mich. Ja. Nur einen kleinen Happen. Das schmeckt auch gut. Ja, komm, wir gehen weiter zum Airfield. Ich mach mal Funk an, vielleicht funkt gleich Lucky. Jemand den Funk drin, hallo, blendet. Ja, manchmal halt so ein Evil Doktor. Ich helfe den Menschen. Welcome to America. Ich sorge dafür, dass die krank werden. Dann habe ich was zu tun. Dann kann ich Arzt sein. In der Sieg gab's übrigens der Tagträumer-RP. Nein, du musst keine Charakterbewerbung schreiben, du musst einfach nur einen Nick im Discord anschreiben. Ich kann ja noch mit einem Schraubenzieher das Auge ausstechen. Keine Möglichkeit. Okay. Wie heißt ich das? Hier ist das Balota. Balota. Danke, dass du mich nicht gemacht. Aber mir geht's damit im Moment nicht so gut. Mein Zustand verschlechtert sich. Leute, wartet mal. Da ist Feuer in dem Haus. Schnell. Ja, und hier wird's nicht besser, ne? Ihm geht's echt scheiße. Wie geht's dir denn? Komm her. Warte. Immer habe ich noch den Virus im Bauch. Ja, das ist normal. Du musst Antibiotika nehmen. Und ein bisschen Kiefern. Ja, Essen, ganz wichtig. Warte, ich habe hier auch noch was. Ja, das war gut. Das ist auch lecker. Probier mal. Das kräftet dich. Überfütter ihn nicht. Komm, wir müssen zum Feuer. Und wahrscheinlich. Komm ins Haus, Opa, hier. Hallo, wer ist hier? Hier ist der Kai.
Der Kai? Kobi. Tag. Tag. Oh, Feuer ist gut. Leider ist die Dose gefroren. Ich stehe mir nicht mit dem Rücken drauf gestellt. Fuck. Ah, die sind immer noch im Jagen, ne? Mhm. Ich mach grad ein bisschen Hühnerfleisch warm. Will wer ein Stück werden? Jo, ich würde was nehmen. Brauch einer Vitamine? Ich hab noch. Mila, Kai, brauchst du Vitamintabletten? Oh, ich hab schon, okay. Ich brauch keine. Immer eine mehr. Hast du schon welche? Nee, oh. Aber mir geht's noch gut. Ja, aber vorbeugen. Hier, ich geb dir einfach welche. Hey Marco, willst du ein Funkgerät? Ich leg dir das hier hin. Warum Marco? Der ist doch Kai, oder nicht? Ja. Danke. Ich bin neu. Kai. Kai. Mir ist ganz schön warm. Das ist Opa, ganz du musst nochmal hier links nehmen. Antibiotika. Danke. Wie geht's jetzt wieder? Bis jetzt geht's wieder bergauf. Ja? Mach mal Platz hier. Meinst du, dem tut ein bisschen Gemüse gut? Komm, ich leg dir hier deine Hühnerbrust hin, ne? Ja, bitte. Dankeschön. Liegt da. Willst du ein bisschen Gemüse, Opa? Hör auf damit. Hört auf, Marco, den zu füttern mit irgendeiner Scheiße. Ich wollte nur fragen, ob er Gemüse will. Opa ist der Mila am Herz gewachsen. Ah. Mila, komm mal kurz mit, wir müssen kurz draußen reden. Küsst euch doch. Küsse, ja. Hey, ich mag's nur. Komm mir nicht zu, nahe. Opa, lass es sein. Komm nicht zu nahe. Durchreise. Wir sind komplett aus dem Norden runtergelaufen. Wir wollen die Städte durchsuchen, haben Batterien und alles. Also wir haben einen ziemlich weiten Weg. Ich habe eben noch einen gesehen, aber der ist auch irgendwo schon wieder hingelaufen. Ja, viele schlagen sich nach im Norden, ne? Opa. Pass auf, der beißt. Ey, geh Nein, weg der beißt dem. Nicht. Geh weg von dem. Du kriegst eine gepfeffert, wenn du weiterhin so komisch bist. Ja, okay. Deiner was von Lucky Zess gehört? Sein muss. Negativ. Ich mach mal Funk an. Hallo Lucky, bist du im Funk? Hier ist ja eben so ein Bus. Ich lege mich einfach hin und hoffe, dass ich aufwache. Ja, der Bus gabelt Leute auf und ist wie ein Taxi so. Ist anscheinend eine Hilfsorganisation. Oh, der ist hier mit Vollgas durchgefahren. Hallo Lucky. Hallo, hallo. Also die Fahrskills von den Busfahrern sind nicht so besonders gut. Aber ansonsten sehe ich nette Typen. Ich glaube, das sind Blauhelme, Mann. Das ist so eine Hilfsorganisation, die Leute aufgabelt überleben und die ein bisschen verpflegt und denen Kleidung gibt. Ja, ich schlag mich jetzt auch irgendwann mal wieder hoch nach dem Norden. Ja, Norden musst du aufpassen, sind viele Banditen unterwegs, ne? Das geben wir eigentlich so jedem mit, der nach oben will. Da habe ich was. Ja, aber die sind in Überzahl. Ich brauche einen Weapon-Klinik. Mir wurde doch gesagt, dass einer davon gerne andere Hände isst und so ein Scheiß. Muss echt aufpassen. Der heißt irgendwie Demba oder so. Das sind Kannibale. Ja, sollen wir kurz zum Airfield drüber? Gucken, ob wir für den Opa ein bisschen Kleidung finden, damit der nicht erfriert.
Oder brauchst du dich nur aufwärmen, Opa? Moment, muss ich mich nur mal aufwärmen. Jetzt geht's gerade gut. Okay. Jetzt geht's auch schon deutlich bergauf. Ich nehme Alarmstufe rot. Wie ist denn eigentlich dein Name? Kai. Kai. Komm, gib mir ein bisschen Bolognese für mich. Von deinem Finger, lass mich dein Bolognese von deinem Finger. Nein. Das ist ein perverses Dreckschwein, ne? Willst du was davon? Gib mir dein Finger jetzt! Au. Aua! Okay, ich hör auf, ich hör auf. Okay, ich hör auf. Lass die Leute in Ruhe. Ja, lass uns zum Airfield. Tschüss, Kai, man sieht sich. Und? Ja, ciao. Kai, tschüss. Space Kai. Ich war Doris. Oh, ich glaub, der Opa den Finger gesteckt. Hast du mir noch was zu essen? Klar hab ich noch was zu essen, warte kurz. Hiermit kommst du zu Kräften. Ja. Der schmeckt da. Wo ist der Kopf? Lass uns den Kai. Was kostet der? Hier. Ich brauche einen anderen. Da! Geht nicht. Ich hab schon Hunger. Hast du Hunger? Noch mal. Komm mit, ich hab da oben links gesehen. Göffi! Was machst du da? Komm rein. Was, dass meine Hand blutet? Dann musst du. Aber nur ein bisschen, du isst immer schnell. Du isst alles. Lass mich ein bisschen den Kai probieren. Reicht jetzt. Du schmatzt. Noch mehr, gib mir noch mehr. Nein. Brauchst du ja irgendwas? Ich glaube, der braucht alles. Eventuell was zu essen, wäre wichtig. Ich geb dir was, Schmäche, mein Freund, komm mit. Na. Warte, ich mach dir die Dose Leuten mit. Nimm das Steak hier. Und hier. Pfirsiche. Sorry, guck mal, meine linke Hand hat Aua. Oh, du bist so ein Vollidiot. Kannst du dir das angucken? Warte, jemand im Funk? Hallo? Oh. Ach, du bist am Bluten, sag das doch. Kannst du meine Hand verbinden? Ich hab mich am Glas geschnitten an der Hand. An der Türlauf. Ist das Blut von dir? Hör auf, hau den nicht! Der will mein Blut trinken! Ja, der hat Durst! Das hört sich sehr komisch an. Ja. Okay, wenn er was zu trinken will, hier, dann trink was. Ich krieg irgendwie Dirk, Angst. Trink hier. Wir wollten zum Airfield, du kannst mitkommen. Wir beschützen dich so lang. Guck mal, ich hab Brot gerade gefunden. Komm mal her. Da kannst du dir ein paar Klamotten holen.
Der wollte mein Blut trinken gerade. Wie habt ihr den Bus kaputt gemacht? Hallo, Neuer, wie heißt du eigentlich? Ich bin der Philipp. Philipp, ja. Guck mal, ich hab grad Boot gefunden und eine Pepsi. Magst du die haben? Donza, danke schon für den Prime 19. Und Lukas, danke für den Resub im 5. Und Max, danke für den Resub im 15. Wasser ist blau, das stimmt. Shiba, danke schon für den Resub im 2. mit dem Herz. Merolox, danke für den Prime 4. Hehe. Osiris, nicht so viel. Danke für den Resub im 5. Kuss zurück. Und der Chris. Ich glaube, die anderen hat man, ne? Oder? Sonneboome! Hammel auf 420, vielen Dank für den Resub im 4. mit Stufe 3. Sogar Dankeschön. Du hast aber eine ziemlich männliche Geile Stimme. So. Ja, Ratti, ich würde das so fühlen, Big, ne? Aber wenn man diese UN-Helme trägt, diese blauen. Du siehst ziemlich weiblich aus. Guck mal, hier fehlt ein Reifen und eine Zündkerze. Man weiß das nicht so genau. Hier ist, glaube ich. Okay, hol dir Klamotten. Wenn Zombies kommen, machen wir das. Guck, dass du Sachen findest, die sehr gut isolierend sind. Hier sind überall Bomberjacken. Hier ist jemand. Wer? Hier ist jemand. Hallo? Hi. Wer bist du? Hallo? Marco? Ist das vielleicht der Herr, der uns in seinem Haus aufgenommen hat? Hier, Balaklava. Ja. Anziehen. Okay. Hier ist Zeugs drin. Ist das dein Rucksack? Ja, da, ja, genau. Der lag oben auf dem Dach. Wo ist dieser Philipp? Philipp! Wo ist der Opa? Ja. Hier, guck mal, eine gute Hose. Yeah. Komm hier, gute Hose. Und Schuhe. Die ist gut isoliert. Wo ist unser Crack-Opa? Der ist hier. Grüße, wir sind es wieder da. Es gibt noch Hosen, Hose, die sind sehr gut isoliert. Jacke. Ich habe einen großen Rucksack gefunden, sehr gut isolieren. Bitte, habt ihr gejagt? Ja, fünf Grüße. Tiere. Hat einer eine Zündkerze nice. Von euch? Eine Zündkerze? Ne. Ich leg das mal alles hier hin. Ne, leider nicht dabei, oder? Ja, wegen dem Auto, da fehlt auch ein Reifen, ne? Ja, den habe ich schon gesehen. Brauchst du einen Kühler? Ja, ist drin. Der ist drin, da fehlt nur ein Reifen und eine Zündkerze. Okay, da nee, du hab ich hab nur einen Kühler bei. Eigentlich nicht, ne. Okay, dann suche ich mal weiter. Hey Lucky, komm mal mit auf ein Wort. Ja, musst du ein paar Garagen durchgucken. Opa, ist immer noch ein Virus? Nee, jetzt geht's mir besser. Ja, super. Fuck, du kannst den YouTube heute nicht machen. Aber was zum Essen können wir noch mal. Ja, die Mila hat bestimmt noch was zu essen. Nur was Normales. Naja, normal ist es ja auch gut. Putz, da ist wieder schmeckt, aber ne? Das ist auch normal, das ist überhaupt nicht. Sorry. Da müssen wir wohl noch jemand finden. Oh. Lass uns den anderen da etwas. Schön den Arm abkiefern. Was? Alles gut. Komm her, ich hab noch was für dich. Oh ja, das war lecker. Schmeckt? War richtig gut. Der Knopf ist so weit.
Geht's dir wieder gut oder muss man dir vernünftig bleiben? Das dauert ein bisschen, bis der anfängt zu lachen. Alles gut, lass du mich in Ruhe, ich mach dir gar nichts, damit du dich ernst zu tun hast, du Dreckschläger, du echt. Wer ist denn das da? Besser so. Wer ist das? Fern von mir. Irgendwann schneidet die Pinguin. Ist das der Philipp? Was? Hör auf! Au, au, au. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, lass den doch in Ruhe, du kannst keinen alten Mann schlagen. Wir brauchen den doch. Er hat gesagt, er schneidet mir die Kehle auf. Ja, weil du den schlägst. Ich will dir schon nicht, ich passe auf. Na, na, alles gut. Wir brauchen noch seinen. Genau. Sollen wir hier ein Feuer machen? Hier vorne liegen Lagerfeuer. Opa! Was hast du für eine Jacke an? Eine Patrol-Jacke. Ja, die ist besser. Gut isoliert. Wir sollen die anziehen, die du hast. Ja, nein, meine ist moderat nur. Ja, dann ist sie kaputt. Die sind eigentlich sehr gut isoliert. Wir müssen nur Holz suchen. Holz, ich hab drei Holz. Ich hab drei Holzbalken noch bei. Leckerchen für den Opa. Wo ist die Mila? Mila, willst du den Rucksack hier? Nee, nee, brauch ich nicht. Fick dich da, warum schlepp ich den mit? Ich weiß nicht. Oh, die Warnweste steht dir aber, Opa. Danke. Da, zieh den Helm noch auf. Den Helm ist gut. Noch für dich, Opa. Hab ich gefunden. Warnweste steht... Oh! Jetzt kannst du kleinen Enten und Gänse über die Straße helfen. Na, der passt doch gut. Ja. Sieht der gut aus, ja? Ja, der sieht gut aus. Ja. Oh, so gut, wenn man von hinten guckt, sieht doch gut aus. Hutsche, hutsche, hutsche. Wir haben dich ein bisschen am Feuer auf. Bitte, hast du ein bisschen Fleisch über? Ich hab gar nichts mehr. Okay, ich hab alles. Also, das ist geil. Ja, hier ist ein Dingens. Achso, warte mal, ich kann meine Dingens drauflegen, meine Pfanne. Mach mal. Er ist gemein, das ist EP, Bruder, chill. Drewix, Dankeschön für den Booster beim 19. und Dancer, Dank für den Prime 18. Ach ja. Ich will, dass der Opa anfängt zu lachen. Tschüss, Rati. Du kannst auch vorne drauflegen, ne? Dann sparst du Gas. Passt schon. Ihr könnt da vorne mit eurem Kram grillen und ich mache eben hier was. Ihr sollt noch einen anderen Topf dabei haben, oder nicht? Wer hat noch? Der Giffy hat die Pfanne. Wenn du noch einen hast, oder? Dann geh zu den anderen noch, mach da ein Feuer. Macht Shorty das eben? Klär das mit denen. Ich hab eine Pfanne, ja, aber wir haben... Ja, leg drauf. Ja, da mit der Batterie hab ich schon gemerkt. Ja, aber ist nicht so schlimm. Die haben doch gejagt. Die haben Pfanne Fett. Jetzt. Ach, hast du Fett? Hau rein, Baum, verschlaf gut. Muss ich einfach nur reinlegen, das Fett, ne? Ja, eigentlich nur das halt. Wer weiß, was noch alles passiert, ne? Umso mehr Leute drauf sind und sich treffen oder vielleicht irgendwie ein Lager zusammen aufschlagen oder in der Nähe, kannst du eigentlich jeden Tag irgendwelche komischen Geschichten erleben.
Und hier ist halt die Kreativität, hier ist halt alles unbegrenzt. Du kannst hier halt alles spielen. Vor allem musst du, wenn du einen Polizist spielen willst, gehst du in eine Police Station, holst dir die Klamotten und bespielst einfach einen Polizist. Du musst dich nirgendwo bewerben, du kannst hier machen, was du willst. Außer sinnlos Leute töten, also erschießen oder überfahren. Oha. Habt ihr Fett in die Pfanne getan? Ja. Boah. Da will ich aber gleich auch ein Steak abhaben. Wir haben Feuer gemacht. Feuer gemacht. Feuer gemacht. Opa, geht's dir besser? Ja, geht bergab, Wachsel. Okay, komm mit. Bist du noch krank? Ich hab jetzt wieder so ein Virus im Bauch. Keine Sorge, der ist nicht bösartig. Hm? Wir halten dich am Leben. Wir halten dich am Leben, keine Sorge. Wir sind doch deine Enkel, oder nicht? Ich hab auch ein Virus im Bauch, Opa. Ja, okay, ich vertraue euch. Ich vertraue euch, ihr Eltern. Kannst uns so vertrauen. Lass uns die anderen mal dich fressen. Ich hab das gehört, du Pisser. Der hat gesagt, er will einen Steak da fressen. Ja, ja. Willst du dem alten Mann jetzt sein Steak verbieten? Nee. Wir schleppen dich auch mit, obwohl du nur auf einem Auge sehen kannst. Das eine Auge reicht mir. Aha. Der hat aber noch zwei. Du Gnom. Du Gnom, sagt er. Ich geb dem gleich Gnom. Du wirst einfach gedisst, Schuldi. Guck mal, ich bin der Shorty. Mann, war ein Witz. Ich fress dich auch nicht. Shorty hat halt Glück, ne? Der wird als letztes gefressen, weil von dem wird man nicht satt. Ey, ich will auch so ein Steak haben. Ja. Aber was in Butter gekocht wurde. Gebraten. War ein Witz, gell? Bitte tu mal. Ja, komm, stell dich zum Feuer. Komm, stell dich zum Feuer. Nicht, dass du noch verbrennst. Danke. Der alte Mann ist jetzt unser Testobjekt. Testobjekt, ja. Ja. Braucht ihr die Pfanne noch? Ich meine, der hat eh nicht mehr so lange. Kochtopf? Nee. Wir sind schon echt lang unterwegs, ne? Hä? Wir sind schon echt lang unterwegs. Das kann man wohl laut sagen. Ich werde dem später oder morgen nochmal Blut abnehmen. Alright. Na, ich versuche den so lange am Leben zu halten. Ich will ja nicht aber sagen, glaub mal, das ist nicht aber leicht. Da hat irgendjemand einen Poncho und eine Pistole ins Feuer geschmissen. Ist beides im Arsch. Sache 1, Curtis. Hm? Es gibt genug Leute, die bereit sind, dem sofort ins Gesicht zu schießen. Nein. Kannst du ein bisschen... Aber wir sind doch keine Mörder. Kleidet, ja, ne? Ich denke schon. Also mir geht's da komplett nur um die Medizin. Dankeschön, reicht. Nein, ich will selber essen. Ja, du bist der Fremde, ne? Ja. Hast noch ein bisschen was zu essen. Also ein Campingkocher ist schon echt nützlich, ne? Oh ja. Hast du eine Wasserflasche? Ja, aber die Gaskartusche geht echt schnell, ja.
Nein, noch nicht. Und du hast eine große sogar. Mhm. Was ist die nächste Stadt? Tscherno? Ich hoffe, dass ich mit dem Scheißding rauskomme. Brauchst du noch Fett, Lucky? Dankeschön. Nee. Bin ich gefahren vor 45 Jahren. Kannst du leicht in die Weste machen, musst du mal gucken. Hast du gehört, was der Opa gesagt hat? Da ist so ein Panzer. Oh, und der sagt so, einen bin ich gefahren vor 45 Jahren. Wer ist denn der da? Noch habe ich genug Platz. Da ist noch jemand Neues. Das ist gut. Noch ein neuer? Ja, guck doch mal. Na, der sieht hungrig aus. Schlaf gut, Panther. Und tschüss, Luch. Chat, was sagt er denn zu Daisy? Und Daisy LP? Wie ist denn das jetzt schon wieder? Ist doch besser als im Kreis stehen, oder? Langsam. Hi. Hallo? Komm mit. Auch gerade hier gelandet? Ja. Hier müssen noch genug Klamotten und so rumliegen, die dich warm halten. Da hinten. Ja, du musst dir unbedingt bessere Klamotten suchen, die besser isoliert sind. Hi. Steuerungsmuskel. Was für ein Muskel? Das ist gut, bis sehr gut isoliert ist. Okay, fass direkt mal wieder rein. Aber nimm dir schon mal Muskel, den Rucksack. Hab ich da gehört? Ich suche mal einen Helm. Mach mal. War hier irgendwo ein Hund oder war das wieder Mila? Was hast du da in der Hand? Was ist das denn für eine Waffe? Junge Elefantentöter? Hier müssen noch überall Klamotten liegen, musst du gucken. Hier sind keine Infizierten. Jo, mach ich. Danke dir. Wenn du was zu essen brauchst, ne? Wir sind, glaube ich, noch ein bisschen hier. Ja. Was kochst du Schönes? Mann, warum machst du jetzt die Beine breit? Ach so, tut mir leid. Da hast du was missverstanden. Komm hier rein, komm hier rein. Zeig dir was. Opa, Opa, lass die Leute in Ruhe. Lass den in Ruhe. Habt ihr eine Waffe für mich, für den Typen oder so? Nee, der ist harmlos. Der ist nur ein bisschen gruselig. Dann ja, wir mich in den Raum locken. Nee, einfach nicht. Komm mitgehen. Rein. Wenn der dir was macht, dann kommst du nochmal, dann kriegt er auf den Arsch. Lass es sein, Opa! Okay, okay, okay. Lass ihn in Ruhe seine Klamotten holen. Mila, du wolltest dich um den kümmern, ne? Geht. Ei, ei, ei. Irgendwas stimmt hier nicht. Schon wieder abgeraucht? Ja. Ja, dann hat wahrscheinlich einer mit einem Taser oder sowas geschossen. Hallo. Willkommen. So, was haben wir denn bei euch? Wahrscheinlich hat irgendeiner mit einem Taser geschossen oder so. Ich hab keinen Taser mehr, ich hab den weggeworfen. Ja, aber vielleicht jemand anders, man, der Server ist, glaube ich, full. So viele Leute, wie wir heute getroffen haben, Alter. Ja, das war ja, stimmt allerdings. Was, der Taser macht Crash oder was? Ja, anscheinend schon. Ja, ja. Taser ist nicht gut. Oh, dann Alter, muss ich meinen auch wegschmeißen. So, Ede, dann nehmen wir den direkt immer aus dem Table raus. Was? Willst du jetzt mal restarten kurz? Das ist lustig. Kann ich gerne tun, RP, ja. Ist geil, Alter. Du entwickelst dich gerade zum Zombie, ist mega nice. Ist halt auch gefährlich, ne? Weil wenn er eine blöde Sache macht, dann ist er hin. Das Ding ist, wenn er krank ist, und du in seiner Nähe bist und so, und der hustet rum, blablabla, steckt er dich an, ne? Ja. Mit seiner Krankheit, die der da hat. Ich glaube auch, wenn er dich boxt und so ein Gedöns. Ich find's mega geil, was Edel da macht. Ja, ich auch. Unser Boxer tut nicht weh. Oh, und das komplett ohne Zwang. Ich finde das einfach so nice, dass du einfach alles spielen kannst, was du möchtest. Kannst Neger sein, kannst Polizist sein, kannst Medic sein. Du kannst sogar, wenn du willst, ein Zombie spielen. Kannst einfach alles sein. Die Maske hilft gegen Infektionen, ja. Echt jetzt? Ja klar, wenn du eine Maske trägst, kann das... Hä? Ja. Bruder,
Bist du mal. Der See ist, was sowas angeht, ultra realistisch. Bist du mal im Real-Life unterwegs, Junge? Ja, natürlich. Kriegst aber du momentan nicht auch eine Maske, wenn du rausgehst? Oder du kannst doch Real-Life nicht mit deinem Spiel vergleichen. Ja, ich wusste nicht, dass See das hier berücksichtigt wurde. Survival-Simulation quasi. Das ist richtig hardcore. Also auf dem RP-Server, wo wir heute Nacht waren oder gestern Nacht, da musst du schon das, das RP mit Real-Life vergleichen. Da fällt es auch auf der Stelle um. Machst du Server-Neustart-Dings? Ja, ne? Ja, mach ich sofort. Also, warum nicht connecten? Nein, noch nicht. Bitte. Wie heißt der Server? Ich kann, Jungs, das bringt euch gar nichts, wenn ich euch den Server Ausrufezeichen Discord und dann kommt Server-Info. Ihr gehen und dann Daisy kommt Server-Info oder so. Mach dann schauen wir noch einmal die Airdrops. Wie viele Leute sind denn eigentlich drauf? Weiß ich nicht gerade. Aber ich schätze mal so 40, 50. Wie viele sind gewitelistet? Gerade gewitelistet, Moment. Das mit dem Partybus war auch lustig, aber passt halt nicht so richtig. Aber so wie die das jetzt gemacht haben mit nee, dem das Ding ist, das, mit dem Leute nicht gepasst wegen so. Den Lichtern, aber die Lichter haben die Leute angemacht, weil es Nacht war und dann wurden die eingesammelt. Deshalb sah das so eine Partybus aus. Mhm. Es sind jetzt gerade 131 Leute gewitelistet. Der Opa macht mir echt Angst. Vorhin waren es nur 60 oder so, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir ja auch wirklich RP-Interaktion, ne? Mit Spielern. Hier sind keine Taser. Warten mal ab, bis ich so Gruppen, kleinere Gruppen bilden und ja, Leute sich auf irgendwelche Sachen genau, spezialisieren. Genau, erstens musst du erstmal auf das RP in Daisy klarkommen, weil da könnte Lucky fragen, das ist nicht so einfach. Weil also das ist... Das ist ziemlich langes RP, ne, und meistens bist du auch ganz alleine unterwegs oder nur zu zweit. Aber es kann so halt... so eine richtige Psychogruppe fühlen. Ja, es kann halt richtig gut werden, wenn die Leute sich so am Airfield in der Nähe oder so ansiedeln. Und man weiß, da vorne ist das Camp von denen, da vorne von denen. Und man trifft sich unterwegs. Vielleicht gibt's ja auch mal Reibereien, wer weiß. Ja klar. Das ist das erste Game, wo man sich mal vernünftig prügeln kann. Ja, Mann. Jo, stimmt, man oder kann man sich auch macht prügeln. Mal so ein Event oder so, weißt du. 64 Slots haben wir ja. Gerade nur, ne? Ja, und davon sind 10 für uns reserviert. Ich weiß nicht, ob das erweitert wird. Ich weiß nicht, wie viel Lasten... Wir können voll aufdrehen. Okay, dann können wir gucken. Aber macht mega Spaß, Alter. Das ist geil. Alter, ich vorstelle, wir zocken das schon seit Tagen, Alter. Nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man heute RP gezockt, wäre ich schon längst wieder im Bett. Aber ich habe einfach Bock, weil die nächste Stadt kommt gleich. Das macht Aber doch ich bin Bock. Extrem müde, Mann. Das ist auch so das Feeling, das Kalte und das ja. Ist ein ganz glaub, anderes Feeling. Wir müssen noch irgendwo ein Haus suchen gleich. Mit nach oben laufen kannst du vergessen. Das hat ein ganz anderes Feeling als GTA, weil ja, die Mann, Umgebung, immer, alles ist gefährlich, Alter. Ja, und dann immer wieder in so ein Haus und Feuer machen und so, das ist geil. Das ist echt cool. So, Shutdown. Server aus. Hilfe, ich bin süchtig. Der eine hat vorhin geschrieben, ich habe da zum ersten Mal gespielt und direkt 12 Stunden durchgezockt, Junge. Ja. Das macht halt einfach richtig Spaß. Nicht mal, so ich zock seit heute Mittag. Schon vor dem Stream habe ich gespielt, wie ein Irrer. Oder ich war auf der Arbeit, konnte nichts anderes. Ich wollte eigentlich schon um 16 Uhr einen Streamer machen, aber ich habe noch nichts gegessen gehabt und so. Kann man eigentlich die Sprachtaste so binden, dass das immer an ist, ja, aber wenn... doppelt drücken. Ah, okay. Gab es noch irgendwie Voice-Probleme? Nö. Doch, wo wir am Lagerfeuer mit Bomber waren, kurz. Ja, aber da war ja kurz bevor der Server irgendwie abgeraucht ist. Die Range kann man nicht ändern, oder? Ja, das war der Taser-Schuss wieder. Ja. Mit Pfeiltaste nach oben. Hier mal süchtig machen. Curtis und ich haben mal 3 Wochen lang auf einem privaten Server gezockt. Nur wir beide. Nee, fast einen Monat haben wir gespielt. Nur Monat? Shorty und ich, ja. Nur Shorty und ich PvE. Jeden Tag. Wir haben einfach eine Base gebaut und Sachen gesammelt und Sachen erkundet. Da gibt's ja noch so viel, ne? Da gibt's eine Grube mit dem Leichenhaufen und so ein Scheiß. Es gibt die ganzen Caves. Die ganzen Höhlen, die haben wir noch gar nicht erkundet. Ja. Warte mal ab, bis die Inseln kommen. Aber das ist doch geil. Jetzt bist du so eine Gruppe. Jetzt ist einer dazukommen, wo es so eine Zeitbombe ist. Ja, bist du auch. Das war cool. Man, das Feeling ist doch richtig da, wenn du spielst. Oh, Nick, komm mal gut. Ja.
Dankeschön, und Fabi. Du triffst auch immer wieder einen, das ist das Geile. Das ist ja das Geile, wenn die Leute, guck mal, wenn du auf einem normalen Server spielst, da sind dann auch 120 Leute, da triffst du auch welche. Aber meistens ist das so, wenn du jemanden in Daisy triffst, bist du eigentlich tot oder dein Gegenüber wird sterben. Ja. Weil die sofort aufeinander schießen. Diese Interaktion macht das halt richtig nice. Ja. Da muss man noch ein bisschen an Loot-Table und so alles rumschrauben und Mods gucken, die dazu passen. Die Atmosphäre ist halt schon geil. Ich würde es fühlen, noch so in so einem kompletten Polizeioutfit rumzulaufen. Gib es dir. Jo, gibt's auch. Autoreifen und so, oder die, zumindest die Zündkerzen müssen extrem selten sein. Ich meine, ich fühle das zwar, aber nach einer Zeit, ne? Das ist so der erste, zweite Tag jetzt. Irgendwann fahren zu viele Autos rum. Wie gesagt, man muss ja auch nicht immer freundlich reagieren, wenn man jetzt eine Person findet. Ja, aber wir sind ja freundlicher. Ja, genau, wir sind freundlich, aber so die anderen, die müssen ja jetzt nicht. Ich glaube, wenn du dem Johnny über den Weg läufst, wie der eine Typ vorhin im RP gesagt hat, so, die haben den zum Umzug gezwungen, weil der da in Dings gelebt hat. Jo. So, die sind nicht freundlich. Ne, aber ich meine so, wenn jetzt wer irgendwer. Also, man muss nicht zwingend freundlich spielen, so, man muss nicht zu jedem freundlich sein, den man trifft. Nee, Lenzung habe ich, glaube ich, noch nicht. Bin mir nicht sicher. Das mit dem Zwingen war nicht Johnny, sondern ich. Ja, oder du. Ist ja egal, aber ihr seid ja eher so Banditen unterwegs. Also Zombies. Ne? Grüße. Finde ich aber auch gut so. Ja, es geht, aber. Übrigens, wir haben jetzt Priority Queuing. Was haben wir? Was? Priority Queuing. Wir sind jetzt immer ganz vorne in der Lock-in Queue. Ah, das gefällt mir. Ich bin so im Eimer, ne? Schon den ganzen Tag, Mann. Kann man connecten? Ja. Aber ich will auch wieder nach Hause laufen, Alter. Nee, Junge, dann bist du noch mal 3 Stunden unterwegs. Nee, das kannst du vergessen. Wir werden heute wahrscheinlich in Tschernobyl. Ich laufe nach Hause. Jeff, ich guck mal eben an, was du meintest. Ja, bitte. Der Shorty bestimmt auch. Bleib dann in Tscherno und gut ist, dann geht's morgen wieder hoch. Die Hunting Pommes machen übel Spaß, Alter. Na, Lucky. Oh yeah. Das bockt einfach, Digga. Ja, das ist ein bisschen wie hieß das Spiel nochmal, wo wir Survival-Dings haben. The Hunter. Ah, Mann. God of the Wild. Boah, Junge, da bin ich auch stundenlang rumgerannt. Das macht doch Bock. Wie das hier aussieht, wie im Schlachtfeld. Ich will liegen. Die Mod siehst du, wenn du auf dem Server connecten willst, glaube ich. In USA ist ja Rust-RP mega im Hype. Rust ist halt auch ein verdammt. Rust ist ein verdammt gutes Spiel, Mann. Da habe ich auch lange Zeit, habe ich schon mal erzählt, auch auf einem PvE-Server gezockt, aber ohne RP oder so. Ich habe auch ganz lange mal nach einem Rust-Server gespielt, wo es keine Waffen gibt, sondern nur Bogen und Schwerter, also Nahkampfwaffen und so. Und nur so Holzhütten und so. Das, boah, das würde ich auch fühlen, Alter. Nö, krank ist nicht schlimm. Okay, ich bin am Arsch. Jemand hat mich mit Menschenfleisch. Warum lachst du so gruselig? Irgendjemand hat mir was zu essen gegeben. Oh, nö, ne? Aber das hat ganz normal geschmeckt. Okay. Scheiße, dieser eine Tick von Mila, Mann. Dieser eine verdammte Tick von Mila. Hört mich zum Kannibal. Egal. Naja, ich arg finde ich überhaupt nicht gut. Außerdem finde ich mein Leben lustig. Okay. Mila wird gleich lachen und Opa wird gleich auch lachen, Edel. Ne, das kann man nicht mehr heilen, Amadini.
Da musste ich gerade mal kurz ein Nickerchen machen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ah, mir ist irgendwie ganz komisch. Wie, was ist los? Weiß nicht, fühle mich nicht so gut. Oh nein, der Durchfall kommt wieder. Du bist Arzt? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe. Imagine, jemand hat jetzt in die Pfanne Menschenfett reingemacht und das ganze Fleisch wurde in Menschenfett gebracht. Oh mein Gott, wer hat die Pfanne gemacht? Hm? Beatty. Ich glaube aber nicht, dass Beatty uns mit halt sowas füttert. Ich habe halt Fett vom Straßenrand aufgesammelt, mit der Intention, das auf den Stock zu machen und anzuzünden, aber keine Ahnung, ob das Menschenfett ist. Beatty, was war das für ein Fett in der Pfanne? Wo ist der? Andere Richtung gelaufen. Da irgendwo lang. Opa Donny? Geht's dir gut? Ja, es geht schon weiter, aber immer noch so ein Virus im Bauch. Ich hab's aber knallt. Meine Hände sind total zittrig. Warte, nicht schießen. Jetzt hau mal ihn weg. Mann, das geht! Moin. Moin. Hi. Die Stimme kannte ich jetzt nicht. Wer war das? Mila. Du musst die Maske wieder abnehmen. Was ist da denn schon wieder los? Zombies, glaube ich. Wer lacht denn hier so komisch? Irgendwer? Wisst ihr wer? Ja. Kuckuck! Wer lacht hier? Ich glaube, der Alte. Kuckuck! Guck.
lacht hier. Mir geht's nicht gut. Warum nicht? Meine Hände zittern. Meine auch. Ich habe einen ganz komischen Geschmack im Mund. Das ist nicht lustig. Komm her. Lass den Mann in Ruhe. Hilfe! Was hast du mir da vorhin zu essen gegeben? Lass die Leute in Ruhe. Geh weg. Keine Sorge, dir wird's gut gehen. Uns geht's doch weg. Ja, okay. Hallo, mein Freund. Curtis? Ja? Kannst du bei mir Temperatur messen? Ich hab's sehr... Ich fühle mich sehr warm. Ja, man muss grad suchen. Also mein Fett ist auf jeden Fall von hier. Ich gehe mal eben zur Toilette. Oh. Warum pustest du da rein? Ich muss das da sauber machen. Du steckst mir jetzt die Fresse. Als Mund. 36,7. Okay. Was, ist es gut oder schlecht? Ist gut. Fieber fängt erst ab 65 Grad an. Komm her, mein Freund. Ah, ja, komm her. Was ist denn? Den esse ich jetzt schon. Nein, du bist skinny. Alles gut. Kriegst gleich wieder Handschellen an, ne, Opa? Ui! Also beim NASA-PC ist alles in Ordnung. Ich hoffe, da bleibt auch so. Meine Freunde, sagen wir weiter? Mach das Ding aus, bitte. Erst bevor es Eier legt. Ja. Chat ist müde. Aber ich bin auch müde, mein Gott. Oh mein Gott, wir haben 2 Uhr gleich. Alter. Alle Mode. Aber es ist nochmal Zeit für Tinkepäckchen. Alles leer.
So. Das stimmt, Fabi. Ich bleib hier und die Tür ist abgeschlossen. Komm rein. Opa, lass den alte Mann in Ruhe. Komm her. Lass den in Ruhe. Wo ist schon? Lass ihn in Ruhe lassen. Hey, der hör auf. Was wollt ihr, Alter? Der will den Typen irgendwas antun. Alles gut. Ja, dann leg ihm die Handschellen an. Nein. Du wolltest dich doch da hinlegen, oder nicht? Ich? Ja, du. Mila. Ja? Der Opa, der schläft hier in dem Zelt. Machst du heier, Opa? Bist du müde? Bist du müde? Weil. Feine Opa. Fein. Ja. Feine Opi. Feine Opi. Ja. Komm, ich rasier dich mal. Opa Tunga bestimmt, oder? Ja, Mann. Ihr seid so gut zu mir. Opa hat bestimmt noch Hunger auf Mitternachtssnack. Spinatsteak. Hallo, Verrückte. Und nimm deine Tabletten. Hier. Danke. Richtig wichtig. Ich würde so gerne ein. Wir sind nicht verrückt. Wir kümmern uns nur um den. Okay. Genau. Der kann sich nämlich nicht alleine helfen. Und keiner von euch hilft dem. Und der will den sogar töten. Also ich hab ne Hilfe. Auf und der will den auch töten. Mauer, auf der bin auch dabei. Mauer sitzt die will den auch töten. Wanze. Den kenne ich nicht. Ihr seid krank, nicht er. Genau. Ihr. Alles klar. Ihr seid krank. Seht euch mal die Wanze an. Wie die Wanze tanzen kann. Hallo, das ist hier. Hallo. Privatsphäre ein bisschen, ja? Ich glaube, ihr wart ein bisschen zu nah an dem dran. Mahlzeit. Privatsphäre. Hau ab. Du hast einen starken Puls, Bruder. Könnt ihr aufhören, hier reinzugucken? Ich möchte hier rein, da liegt Zeug, das mich interessiert. Ja, dann. Ich würde da hier nichts aufheben, was in den. Das Zelt ist kontaminiert. Denk doch nach. Genau, hör doch den. Hörst du das? Und hier willst du rein? Ich bleib draußen. Komm rein, mein Sohn. Ich warte freiwillig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Was wollt ihr denn jetzt hier zugucken? Lass den Opa da in Ruhe. Wie ist das denn, eine Bohrmaschine? Ja, der ist Handwerker. Geh mal, Opa muss jetzt geht mal weg. Kannst du das hier lesen, was hier drauf steht? Ja. Okay. Da war sie. Komm, lass uns bitte was ans raus ins Augelei bohren. Was? Einen Pfeil in seinen Kopf, ne? Das wird denn gut tun. Lass dir nichts einreden, Opa. Du bist ganz normal.
Yeah. Der, wie heißt der, wo mich immer schlägt? Goofy. Aber er ist bereit. Goofy ist bereit, Opa. Oh, mir ist bisschen kalt. Dem bohre ich das Auge raus. Jetzt geh schlafen. Wir holen dich morgen wieder hier ab. Und dann tun wir den Essen. Ich brauche nur eine Blutprobe von dir. Schlaf gut, Opa. Warte, ich brauche nur eine Blutprobe. Noch eine. Gib her den Arm. Schnauze, kriegst gar nichts von mir. Okay, alles klar. Ich sammle Blut. Weiter geht's. Ach so, du willst nicht essen gehen? Ach, schlafen. Nö, ich hab noch Zeit. Okay, wir sind wollt fertig mit schlafen? Der Behandlung. Im Opa geht's wieder gut. Ach so, ich hab... Oh. Ja, man hört, dass ihm gut geht. Warum darf der nicht lachen? Ja, dann geht's ja sonst wird er nicht lachen. Ja, sonst ich wird er nicht lachen. Ja, sag ich doch mal. Man hört, dass ihm gut geht. Hab ich doch gesagt. Ich halt mal Abstand von dem. Mindestens 1,5 Meter. Denkt dran, ihr müsst immer eure Vitamine nehmen. Und Mila auch. Nee, streamt keiner. Glaube ich. Schneeflöckchen, Weißhäckchen, wann kommst du geschneit? Das wird noch richtig böse enden mit dem. Das wird noch richtig böse. Hä, warum sollte ich schießen, Bruder? Was ist denn mit dir? Schlaf gut, Andi. Wo sind die anderen? Da hinten. Das ist lustig, ja. Das reicht danke. Nicht so viel, nicht, dass du Kötzchen machst. Nächste Stadt ist Tschernus, ne? Ach, Tschernus. Ja, nein. Tscherno. Was habt ihr den Opa gegeben, Mann? Der hat gesagt, der ist durst. Ich hab den von meiner Wasserflasche trinken lassen. Ich hab... Du hast mir dein verseuchtes Wasser gegeben. Immer muss ich alles durchsuchen, Alter. Und gerade wollte ich mich umbringen. Nimm deine Tabletten, Opa. Komm, wir müssen komm, einmal nett sein. Jetzt kann ich mich umbringen. Ich will dich nicht jetzt umbringen, steh auf. Gerade wollte ich mich umbringen und dein vergiftetes Wasser. Guck in seinen Rucksack, der hat zwei drin.
Hast du den Opa vergiftet? Ich hab den von meiner eigenen Wasserflasche trinken sehen. Der hat ihm echt Wasserflasche gegeben. Ich hab's auch gesehen. Mhm. Aus der schwarzen Flasche hier habe ich dem gegeben. Okay, ich hab gesehen, dass du aus der getrunken hast. Und ich würde. Ich würde wohl kaum Gift trinken, oder? Wer weiß. Ich meine, du hast vorhin auch so lange gegen den Baum gehauen, bis deine Hand geblutet hat. Genau, glaubt dem Freund da halt nix. Na, ja, der hat... Doch, das war was. Dich krieg ich schon noch dran. Dir gebe ich nie wieder was zu trinken. Dich krieg ich mir nicht so einen Nacken. Ja, sollen wir weiter? Ja. Pack jetzt die Baumaschine weg, Junge. Ist nicht mehr weit bis zur nächsten Stadt. Boah, das wird noch richtig böse mit dem Edel. Entweder bringt der einen um, oder der wird umgebracht. Irgendwo in eine Ecke gezerrt oder so. Ich habe allgemein die Vermutung, dass das in dieser Gruppe hier noch richtig knallen wird. Das war meine eigene Wasserflasche. Keine Ahnung, warum der gekotzt hat. Irgendwer im Funk, hallo. Boah, hab ich da Bock drauf jetzt schon. Gibt es irgendjemanden, der Hilfe braucht? Bisschen quatschen. Schleppst du dein Radio immer noch mit rum? Das mach ich aber auch easy. Du darfst halt... Aber das ist Daisy gesetzt, ne? Du darfst halt niemandem vertrauen in dem Spiel. Ja. Ich keine Ahnung, ob da eine besondere Mod bei ist, Bruder. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht komplett Vanilla. Winter Chernarus, DayZ Expansion und all so ein Quatsch haben wir drauf. Keiner merkt was. Aber ich glaube, der Opa macht nicht mehr lange. Der Opa macht nicht mehr lange. Denkst du? Ich glaube, dass die ganze Zeit am Plan sind, wie die den töten können. Die werden den wahrscheinlich irgendwann in eine Ecke ziehen und den einfach in den Kopf schießen oder so. Aber ich habe Blutproben. Mhm. Kontaminierte Blutproben. Wir können die Seuche weiter sprayen. Das geht nicht gut, oder? Vielleicht braucht irgendwann jemand Blut. Ich sag, das geht nicht gut, oder? Okay. Ja. Aber den Lucky brauchen wir. Ja. Aber wir sollten, glaube ich, ich bin dafür, dass wir den Giffy noch vergiften. Mhm. Okay. Ja. Nächstes Ziel ist, Giffy zu vergiften. Das könnte witzig werden. Okay. Und dann kommt er zu mir und dann braucht er Hilfe. Und vielleicht kriegt er dann Blut von dem Opa. Das ist Winter Generous hier. Ja, du kannst. Weit? Nee. Bei dem Tempo ja.
Wenn die dir Essen oder Trinken geben, ne? Nix annehmen. Okay. Ich glaube, die mögen dich nicht. Ich mag die ganz schön mit Wein. Komm, hurt dich. Ist nicht mehr weit. Cloud, danke schön für den Wiesam im zweiten. Jo, was geht? Duplo. Stich in mein Herz. Hayes, danke für den Prime-Sub. Habe ich vorgelesen? Nein. Und herzlich willkommen. Und Cressio, danke schön für den Prime 30. Ja, war vor 21 Minuten, da ist die Eule schon vorbei. Ja. Schreib mich. Okay, werd ich nie. Pass auf den auf. Mhm. Weil ich kann das nicht. Dup, dubi, dup, dup. Moritz, vielen lieben Dank für den Prime-Zeit. Okay, let's go. Stimmt, wir haben ja diese Map drauf, Mann. What the? Oha. Was sind das denn für Sneakers? Guck dir mal die Schuhe an. Ja. Die sind ja irgendwie. Was ist das? Gab es nicht damals so Nike-Schuhe davon? Das sind Sneakers. Ui. Boah, der hat einen V8 Biturbo. Tobi, danke für den Restart im dritten. Boah, guckt euch mal die Schuhe an, die ich gefunden habe. Oha, was ist das denn? High-Top-Sneakers. Mashallah, Bruder. Auf jeden Fall haben wir den Doktor dabei. Und der nimmt schon Proben. Guckt euch die Schuhe an. Deswegen versuche ich euch davon abzuhalten, den blöden Alten. Will die einer? Ja. Nee. Die sind mega sexy. Ich glaube, die passen auch richtig gut zu deiner Hose. Boah. Doch nicht. Der Lucky ist auch schon die ganze Zeit am Tricksen. Das ist richtig, richtig schön so, wenn man nebenbei immer Gespräche so lauschen kann. Hört auf, den zu quälen oder den umzubringen. Der Doc ist dabei, der nimmt Blutproben, wenn die wüssten. Hallo Panda Queen. Aktivitätscheck. Tinkepäckchen aus dem Kühlschrank nehmen, bitte. Jetzt.
Was geht da, Plinski? Feini. Hab keins mehr, doch, Kühlschrank ist voll. Ganz schön langsam die Truppe. Oh ja. Schlaf gut, Simba. Nee, Haki, wenn du minimal lootest, nur eine Stunde so ungefähr. Nicht mal. Was kannst du nicht benutzen? Fernglas? Doch. Siehst du doch, dass das geht. Ach so, frohes Neues wünscht ihr auch. Sorry. Ja, ich, klar zocke ich Daisy. Aber ich habe auch Bock auf GTA, aber wenn in GTA nichts geht, so, dann zocke ich Daisy, ist mir egal. Ich will das spielen, was mir Spaß macht, so. So viele Leute heute auf dem Server getroffen, ist mega gut, ne, Haki? Was? Okay, tschüss. War jemand im Funk? Guck mal, die Mila zielt, ich bleib mal hinter dir, Salty, ja? Sollen wir nicht joggen? Oh voll. Vor 2 Wochen war das aber noch nicht hier so überwuchert, ne? Das stimmt bei Hazard. Aber es gibt tausende Server. Für jeden Geschmack ist da was bei. Ja, Nick, aber das leckt wie Sau, ne? Also ich sag's dir. Ich hab permanente Ruckler hier. Es sieht zwar mega gut aus, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich noch nebenbei stream. Aber holy fuck, sieht das gut aus. Auf der PS4 gibt's auch keine Modded-Server, gibt's nur Vanilla. Ach du Scheiße. Wollen wir uns hier irgendwo zur Nacht Zeit machen? Und ich glaube, die Zombies buggen dadurch. Ich glaube, der ist schockgefroren. Wo sind die anderen?
Okay, die Zombies buggen halt dadurch richtig rum, ne? Das ist dann wiederum nicht so cool. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, den Jagdrucksack. In der Farbe. Und aus dem Grund sind wir auch hier runtergekommen. Wo sind die denn? Ich weiß es nicht, habt ihr die nicht gesehen? Die waren eben noch hinter uns und dann waren sie weg. Ich glaube, die Zombies sind hier alle gefroren. Ich sag ja, das ist schon gefroren. Gut für uns. Mhm. Aber jetzt kann man die mal betrachten. Aua! Guck ihr ja nicht unter den Rock. Das will ich gar nicht sehen. Da hinten laufen welche. Der hier wurde einbetoniert. Ah. Ui. Der sieht aus wie ein Opfer. Oh. Oh, oh, oh. Oh, hier hängt der einer. Hallo. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, die rennen irgendwo rum. Ich werde mich gleich hier irgendwo verschanzen und da ein paar Stunden schlafen gehen. Und ich glaube, ich gehe hier rein. In das rote Haus? Ja, das sieht noch gut aus. Was ist mit der Stadt passiert? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist noch wer gelaufen. Ist jemand im Funk? Hallo? Warum funke ich überhaupt? Da gibt's nur eine Sache, die hilft. Ohren zu halten. Ah. Hallo, Freunde? Hallo, Freunde? Wir sind hier am roten Backsteinhaus. Wir wollen uns hier treffen. Huckelu, huckelu. Kucku. Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Sei nett, das kriegst du ein. Bam, bam. Rechts, links, rechts, links. Wow. Da sind alle unsere Freunde. Freunde. Da kommen noch mehr Freunde. Links. Kick.
Rotes Backsteinhaus. Over and out. Over and out. Ich hätte nicht gedacht, dass das was bringt. Ich gehe da nur schlafen, wenn wir den Opa einsperren in irgendeinem extra Raum. Hey, mach mal halblang jetzt. Und ganz wichtig, fesseln. Schlaf, Kindlein, schlaf. Okay. Das Lucky. Lucky, wir wollen... Ein paar von uns wollen schlafen, ein paar Stunden wenigstens. Alright. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch noch fit ist. Wer zum Teufel ist denn da hinten? Ich lauf noch ein bisschen. Just ignore me. Also okay. Oh. War ein Käfer. Was ist der Weg? Der Käfer. Also eine Fliege. Der Weg. Mila, deine Maske schon wieder. Was sagt Mila? Also, wer will denn jetzt hier schlafen gehen? Also ich leg mich auf jeden Fall jetzt hin. Ich mich auch. Ich mach noch ein bisschen. Ist irgendwer dabei, der sich noch mit nach oben kämpfen möchte, zurück nach Hause? Bist du bescheuert, Mann? Ich will mir durchkämpfen, ein bisschen. Ja, versuche es. Wollt ihr hier noch so ein bisschen was durchsuchen? Warum wollt ihr denn jetzt nach Hause? Ey, wir flüchen. Ja, warum willst du überhaupt nach Hause jetzt? Wir sind extra hierher gekommen, damit wir Sachen durchsuchen können. Wir brauchen Batterien, Äxte und alles. Nägel. Und ich brauch Klamotten. Da ist ein Fremder. Oh. Der ist da gerade reingelaufen links wieder. Nee, weißt du, Klamotten? Das ist gut. Ey, nee, das ist gut. Du gehst jetzt nach Hause, holst das Auto und kommst damit wieder. Willst du nicht mehr kommen nach Hause? Mila, willst du dich auch hinlegen oder willst du nur hier? Ich bleib hier noch eine Stunde oder so. Wer ist denn das da? Ja, schlaf gut. Ich suche mir schon mal ein Plätzchen. Interesse bleibt am Leben, bitte. Ich würde sagen, wir treffen uns morgen genau wieder hier. Oder an der Feuerwehrstation. Oh, ansonsten im Funk sein. Wie heißt die Stadt hier? Ich mach da hinten her. Tscherno. Da vorne ist die Feuerwehr, klar. Lucky. 91.3 machen wir so 2.30 Uhr an, Shorty wieder. Können wir Kontakt aufnehmen? Ja, immer um halb. Können wir machen, Ich werde jetzt hier mal in den Häusern ein bisschen rumlaufen. Alles klar, ich bin so, dabei. Bis später. Wo findest du das Funkgerät? Ich habe eins, du brauchst aber eine Batterie dafür. Gute Nacht, Opa. Hier gebe ich dir. Okay. Der Opa lacht schon wieder. Ich geh mal rumschauen, Junge. Ja. Aua. Wie lange macht der Opa noch? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Der Killer, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen, Bruder. Zap, zap, da mal da, zabi, da, bab, bub, bib, bib, bub. Oh, sehr, sehr angenehm heute. Ich weiß, die Hälfte von euch schläft. Oder mehr als die Hälfte schläft. Boah. Ey, was für eine Uhrzeit? 7 Stunden haben wir gestreamt und 19 Minuten. Und Edel hat überlebt. Details ansehen. Zimmer. Sieben 57% haben für Ja gewotet und 43% für Nein. Eieieiei. 100.000 Punkte bekommen. Was, wer schläft? Keiner, ihr schläft. Ich mach das nur mal an. Nein. Das war echt ein chilliger Lied. So. Vielen lieben Dank für den Support. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Also die beste Aktion war natürlich von Denver. Das hat mich komplett zerrissen. Aber auch alles andere war mega gut. Ich bin sehr zufrieden mit heute. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und
wir sehen uns nachher wieder, 19 Uhr. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und lasst euch nicht anquatschen. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.